heute Abend hier gehen? Was ist wir so gehen hier spazieren. Ja, aber was ist das Hauptthema? Das Hauptthema ist, dass wir uns unterhalten über das ganze Weltgeschehen. Und hat das ganz einfach. Wann hat das begonnen? Wie lange machen Sie das schon? Auch das machen wir schon. Und warum immer noch? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist es so eine latente Angst vor dem allmächtigen Staat. Ich weiß es nicht. Wo spüren Sie den Druck des Staates? Außer bei den Steuern. Naja, der Staat. Die Steuern sind noch nicht mal so schlimm. Der Staat ist ja, hat ja so eine Art Allmacht über die Medien, über die Behörden, über die Justiz. Das ist ja alles praktisch wie gleichgeschaltet. Also von daher muss man schon mittlerweile Angst haben vor diesem Staat. Wir haben ja keine vierte Gewalt mehr, wir haben keine dritte Gewalt mehr. Aber gibt's nicht. Nee. Und auch unsere Presse bleibt nicht bei der Wahrheit. Das ist das Schlimme. Aber ich habe mich da vor Jahrzehnten oder vor 5 oder 6 Jahren schon immer gewundert, warum die in der DDR immer geschrien haben, Lügenpresse. Ja. Und da habe ich mich reingekniet. Ja. Und siehe da, ich muss denen Recht geben. Jeder, der das verfolgt hat, musste denen Recht geben. Aber der Ausdruck und das kann's, kommt ja von Pegida, von diesem... Ja, aber das kann es nicht sein, dass eine Presse lügt. Ja, richtig. Diese Presse, die wird irgendwann mal dafür zahlen müssen, dass er lügt. Richtig, vollkommen richtig. Aber gibt es hier in Weilburg, ich bin jetzt hier aus Wetzlar, gibt es in Weilburg ein besonderes Thema, was anders ist als in Wetzlar? Dass Sie sagen, Nein. Sie treffen sich am Rathaus, das heißt... Wir wollen ja auch dem Bürgermeister was damit zeigen, oder? Ja. Wir wollen dem Bürgermeister überhaupt nichts zeigen. Wir wollen nur unsere Präsenz zeigen. Ja. Wir wollen zeigen, dass wir mit dem, was hier mit uns veranstaltet wird, dass das nicht rechtens ist. Dass es sich gefälligst an die Gesetze halten soll. Wo erleben Sie das im Alltag, dieses Gesetzlosigkeit, sag ich mal? Brauche ich Ihnen nichts zu sagen, oder? Sie sind vom Fach, Sie wissen es selber. Und die Gesetzlosigkeit ist ja einfach, wenn man die Grundstrukturen sieht, im übergeordneten Rahmen. Ich habe ja schon gesagt, haben wir noch eine zweite, haben wir eine dritte, noch vierte Gewalt? Haben wir doch nicht mehr. Die vierte Gewalt war mal die Presse. Ist denn die Presse wirklich unabhängig? Die Presse ist es eben nicht. Sie ist abhängig immer stärker vom Kapital und auch immer stärker von den Herrschenden. Und das ist einfach das. Und dann gucken wir uns die Justiz an. Die Justiz ist doch auch völlig umgekippt. Das Bundesverfassungsgericht ist doch nicht unabhängig. Würden Sie die Demokratie in Frage stellen? Ich stelle nicht die Demokratie in Frage. Aber diese Herrschenden stellen die Demokratie in Frage, weil sie sie missbrauchen für ihre Machtinteressen. Wie haben Sie sich gefunden oder wie treffen Sie sich, wie kommunizieren Sie miteinander? Ja, gar nicht, kann jeder kommen. Ja. Das heißt jeden Montag? Kann ja, jeder genau. Kommen. Es wird keiner angeschrieben, genau. Es kann jeder ist informell, kommen, sagen wir mal so. In Wetzlar gibt es eine Gruppe, die heißt Wetzlar steht auf, in Herborn steht auf, bis auch Weilburg steht auf. Oder? Das weiß ich jetzt nicht, das kann ich nicht sagen. Nee, das gibt es leider nicht. Was gibt es in die Gruppe? Was? Ja, sagen wir mal, mir gibt es ja zumindest das Gefühl, dass wir eben doch stärker für demokratische Rechte stehen. Das denke ich mal einfach, ist wichtig. Ja, aber haben Sie noch Hoffnung? Sagen Sie, das wird... Können wir hier was verändern? Wir können schon was verändern. Jetzt keine Partei, aber wir haben ja schon was verändert. Wir haben ja diese Impfpflicht schon mal gecancelt. Ja. Und ich denke schon, dass wenn man mit mehr Druck, können wir noch mehr verändern. Das ist ja so, dass es sicherlich ein Prozess ist, aber wenn wir nicht anfangen, tun wir nichts. Aber wie gesagt, das Erste ist ja die Impfpflicht. Das ist ja ungeheuerlich, dass eine Impfung da für Leute gemacht worden ist, die einfach... die überhaupt nicht getestet ist und eine Pandemie, die gar nicht bewiesen worden ist. Also von daher ist es doch das nur legitim, was wir tun, dass wir auf Evidenz pochen, dass wir auf Grundrechte pochen. Und das ist doch das. Letztendlich sollten die Leute, die jetzt an diese ganze Corona-Sache glauben, doch mal tiefer gucken, was ist denn da wirklich passiert. Und es ist doch immer stärker so, dass das Kapital, die Plutokratie, eben die Demokratie gekauft hat. Ich lese jetzt gerade FDP, sind wir gerade vorbeigekommen. Fühlen Sie sich durch die Partei nicht mehr vertreten? Nein, ich wähle die AfD. Also ich habe früher die Linken gewählt. Die Linken habe ich gewählt wegen Protest gegen Hartz IV. Und die Linken sind aber immer mehr stärker Richtung Establishment abgekippt. Und die einzige noch wirklich vorhandene Partei im Bundestag
die jetzt wirklich Opposition macht, ist die AfD. Ist auch nicht alles perfekt. Aber das ist ja ein krasser Gegensatz, gerade so, ich sag mal, in der Migrationspolitik hat die AfD da ganz andere Sichtweise. Ja, das ist richtig. Ich stehe auch nicht in allen Punkten bei der AfD. Also ich selber würde mich selber sagen, ich bin für die Linken zu weit rechts und für die Rechten zu weit links. Hat sie die AfD unterstützt in der Frage Corona und so weiter? In Corona natürlich. Corona, das sehe ich vollkommen so, wie die AfD das am Ende auch gesehen hat. Am Anfang war sie ja auch nicht auf diesem Anti-Corona-Kurs oder Maßnahmenkurs. Und dann hat sie das aber umgeschwenkt. Und natürlich bin ich da voll auf der Linie der AfD, was jetzt die Corona-Sache anbetrifft. Andere, engagieren Sie sich politisch so, außer nee, diesem Montag hier? Engagieren sagen, tue ich so. Verein, nee, sagen, das tue ich so nicht, außer dass ich bei Wahlen mein Kreuz mache. Mehr mache ich nicht. Aber so gesellschaftlich, dass Sie sagen, ich mache Kinderarbeit, Jugendarbeit? Nee, ich bin in der Gesellschaft, die mache ich ja. Ich mache ja Geschichte sehr viel. Ich habe über meinen Heimatort Geschichtswerke geschrieben und mache das auch weiter. Also zum Beispiel jetzt. Also da mache ich durchaus für die Gemeinschaft was. Politisch jetzt nichts, man kann nicht an allen Fronten was machen. Also geschichtlich mache ich viel. Jetzt sind wir gerade hier Weilburg TV, habe ich gerade gelesen. Haben die mal berichtet über Sie oder so? Nee. Das Unglaubliche ist ja bei Weilburg TV, dass sie nicht drüber berichtet haben. Und das ist ja im Grunde das Problem an der Sache, dass es Netzwerke sind. Der Rolf Gorrenfloh von Weilburg TV, mit dem habe ich ja gesprochen, und der ist ja der sagt ja, wenn er jetzt kritisch wirklich berichtet, nicht nur Corona, sondern dann ist er hier unten durch, weil die Weilburger Geschäftswelt würde ihn dann fallen lassen. Wer ist ja abhängig von den Werbungen und auch von den guten Beziehungen hier zum sogenannten Establishment. Und aber er selbst denkt so wie Sie, oder was würden Sie sagen? Oh, das ist interessant. Ich sage Ihnen, er denkt im Prinzip so wie ich, ja. Aber er von der linken Seite, ich eher mehr von der rechten Seite. Das ist richtig. Er begründet es damit, dass er seinen Lebensunterhalt nicht mehr damit bestreiten könnte, wenn er wirklich so idealistisch wäre. Also von daher ist es ein Zwangsopportunismus, das hat er mir selber auch gesagt. Er ist da auch weggebissen worden, sodass, ich sag mal, seine restpolitische Ambitionen wohl wahrscheinlich nicht mehr da sind. Das heißt also, im Grunde ist dieses Weilburg TV, er ist ja sehr ambitioniert, das finde ich ja toll, im Grunde nichts anderes als so eine Klatschgeschichte. Okay, seine Frau vor allen Dingen macht noch für Weilburger Tageblatt viel für Lokalberichterstattung, die ist ja unverfänglich. Aber das Problem, ich sage Ihnen an einem Beispiel, wo er richtig weggebissen worden ist, da war so ein Toilettenhäuschen aufgestellt worden vom Hans-Peter Schick, sehr tüchtiger Bürgermeister, aber hat dann doch gegen die Regeln verstoßen, Denkmalschutz und so weiter. Und dann war es so, dass auch der Ralf Gorrenfloh kritisch darüber berichtet hatte. Und dann hatte er dann schon den Gegenwind vom Herrn Schick, dem vorherigen Bürgermeister, gemerkt. Und ich sage mal, das waren vielleicht so seine letzten, so ich es überblicke, Rückzugsgefechte, wo er merkte, auch wenn der Ralf Gorrenfloh ein bisschen politisch sein Füßchen hier kritisch raustut, wie er es schon getan hat, dann ist es auch noch schlecht für ihn. Also ich sage mal, das letzte kritische politische Füßchen hat er also auch nochmal zurückgezogen, in diesem Streit beispielsweise mit den Toilettenhäuschen. Also weil er einfach gemerkt hat, wenn er hier nicht leise tritt, sage ich jetzt mal so, dann kann er hier die Berichterstattung vergessen und dann wird man ihn hier fallen lassen. Und das ist das Schlimme, dass man eine richtig lokal kritische Berichterstattung nicht haben, aber der Ralf Gorrenfloh kann nicht anders, aus wirtschaftlichen Gründen. Wo findet man Ihre Bücher, die Historischen? Ja gut, in der Residenzbuchhandlung. Über meinen Heimatort Ahausen habe ich ein Heft geschrieben und auch ein Buch, ein Bildband gemacht. Und im Internet kann man nicht finden? Nee, das ist im Internet, also im Buchladen? Buchladen, bis jetzt noch nicht. Ich werde vielleicht später irgendwann mal was auch... Was muss man da gucken? Gibt es einen Titel oder einen Namen? Ja, gut, das heißt Fahrt in die Vergangenheit von Ahausen, Rainer Pless. Das ist das. Mhm. Also das ist... Jetzt kommt ja immer der Vorwurf, dass diese Bewegung rechts sei, rechtsradikal. Auch hier in Weilburg war mal ein Gespräch, oder? Ja, kam mal eine kurze Meldung. War die Gefahr da? Oder? Nein, die Gefahr ist nicht da. Ich hab's ja sehr stark verfolgt von den Medien. Und es war so, dass eben
Gut, ich war auch in Wetzlar, Limburg war ich in Protestdemonstrationen dabei. Aber es ist die gute Mitte der Gesellschaft. Kann ich auch von meinen Protestdemonstrationen sagen. Aber auch im Internet ist ganz deutlich, es ist die Mitte der Gesellschaft. Es sind die Rechts- oder Rechtsradikale, es ist nicht. Im Gegenteil, es ist ja sogar so noch, dass die unterwandert werden, bewusst vom sogenannten Verfassungsschutz. Aber ist es nicht mehr in Weilburg, wäre der dritte Weg da gewesen? Ja, das habe ich gehört. Am Anfang war der da, wobei ich auch den Verdacht habe, dass der stark vom Verfassungsschutz unterwandert ist. Also er war am Anfang da, ja. Ist aber, habe ich jetzt gehört, wäre im Augenblick jetzt nicht mehr da. Also kann man sagen, dass diese Rechtsradikalen sich hier da rausgezogen haben, war es dann doch zu langweilig oder zu wenig extrem? Ja, sagen wir mal so, vielleicht waren sie, wenn überhaupt, am Anfang dabei. Ich sehe jetzt keine. Man merkt dann irgendwie so vom Gefühl her, das ist hier die Mitte der Gesellschaft. Wenn Sie sagen, die AfD haben wir angesprochen, gibt es denn Parteimitglieder, die hier mitgehen? Da wüsste ich nichts davon, weil da unterhält man sich nicht drüber, man weiß nur, dass man es wählt. Dann ist das kein Problem, oder? Aber auch wenn, glaube ich, ist es auch kein Problem. Also, was ist denn das Ziel jetzt? Was würden Sie sagen jetzt für 2023? Das ist jetzt ein Neujahrswunsch. Das Ziel was ist, soll sich verändern in diesem Jahr? Ja, es ist ganz einfach das Bewusstsein in der Gesellschaft für demokratische Strukturen, dass wir einen Diskurs führen, dass eine funktionierende Gewaltenteilung da ist. Dass man sich auf jeden Fall wieder an Gesetze hält. Ja, genau. Das verstehe ich nicht. Wo werden die Gesetze nicht eingehalten? Grundgesetz, bitte mal. Also, Grundgesetz, okay. Ja, richtig, das ist richtig. Grundgesetz ist richtig. Man hat ja auch immer konkrete Beispiele. Ja, genau, Grundgesetz hat man. Grundgesetz ist unantastbar zum Beispiel. Grundgesetz ist richtig, ist auch gebrochen worden. Richtig, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit. Genau, Grundgesetz hat man gebrochen. Das muss man auch sagen, ja. Was mich jetzt wundert, ich habe am Samstag in Frankfurt gefilmt, da war jedes zweite Wort hieß Frieden. Ja, gut. Das haben Sie noch gar nicht erwähnt. Gut, das ist richtig. Das ist richtig. Also man hat schon den Eindruck, dass die Leute nachdenkender und nachdenklicher sind, die jetzt hier bei Corona gegen Corona-Maßnahmen mitgemacht haben. Und ich würde schätzen, dass wesentlich mehr Leute hier gegen diesen Ukraine-Krieg oder Lieferungen von Waffen beim Ukraine-Krieg sind, als wie der Durchschnitt der Bevölkerung. Das würde ich hier auch schätzen. Ich denke, weil es einfach bewusstere und sensiblere Menschen sind oder politisch bewusstere Menschen. Je politisch bewusster man ist, desto stärker reflektiert man auch das, was in der Ukraine passiert ist. Und da gibt es nur eines, verhandeln, verhandeln, verhandeln und keine Waffen, verdammt nochmal. Aber da sind Sie einer Meinung hier in der Gruppe? Ich nehme vorsichtig an, dass die meisten der Meinung sind oder alle. Ja, also, ich habe eben mal so gehört, Sarah Wagenknecht ist der Name gefallen. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass das bei Ihnen auch gut ankommt, die Initiative? Ja, natürlich, weil sie doch eine der klügeren, reflektierteren Leute ist. Das Problem ist ja nicht von der Gesellschaft, dass sie dumm ist, aber die meisten Leute wollen nicht nachdenken. Und Sarah Wagenknecht ist jemand, der nachdenkt. Haben Sie so einen festen Weg, weil jetzt hier stehen geblieben wird? Wie ist das montags immer? Normal. Wie lang gehen Sie ungefähr? Ich weiß nicht, ich richte mich immer nach irgendeinem so Leitwolf. Und die Reaktionen der Menschen oder der Bürger? Ach nee, ich glaube, die beachten uns hier nicht, weil Weilburg ist schon so tot oder so weiter. Am Anfang hat uns die Polizei beachtet, aber am Anfang waren auch Leute, die uns noch zustimmend zugewunken haben, ganz wenige. Aber normalerweise sind die Leute mit sich selber beschäftigt. Ich glaube nicht, dass es jetzt... Aber so Schilder geht. Oder dass sie eine Rede haben? Nein, war keine Rede. Aber es war... es ist schon so, dass... ich sage mal, bei richtigen Protestaktionen wie Gießen oder in Limburg, da waren natürlich auch... Oder Gießen war... In Gießen-Wetzlar waren gegen... waren Schilder. Hm. Aber hier ist es ja eher, ich sag mal, so ein stiller Protest. Es ist ja auch bei den Montagsspaziergang normalerweise nicht so, dass dort... Das war ja von Anfang an so ein Spaziergang. Richtig, so wollte ich gerade sagen. Ja. Da sind Sie bei treu geblieben der Sache. Ja, Sie haben nie eine große Demo hier gemacht in Weilburg. In Weilburg haben wir keine große Demo gemacht oder überhaupt keine, richtig. Also von daher, beim Montagsspaziergang hat sich auch bundesweit nie angeboten, da Protestplakate zu machen, immer nur bei Demos. Waren Sie schon mal mit bei einer größeren Demo? Ja, ich war in Gießen und in Wetzlar war ich. Aber nicht Berlin in Limburg. Oder so.